Dann herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor unserem nächsten Heimspiel am Sonntag um 13.30 Uhr in der Ursafer Marina gegen den SSV Ulm 1846 Fußball. Der Heimbereich ist fast ausverkauft, deswegen wird es im Heimbereich sehr wahrscheinlich keine Tageskasse mehr geben. Die Gästetageskasse ist geöffnet und wir erwarten insgesamt rund 8.500 Zuschauer. Ja, Horst, das ist das Duell gegen einen alten Bekannten. Wir kennen Ulm noch sehr gut aus der Regionalliga-Zeit. Allzu lange ist es noch nicht her. Jetzt treffen beide Mannschaften in der zweiten Bundesliga nochmal aufeinander. Wie hast du Ulm in der letzten Zeit überhaupt wahrgenommen, also in den letzten Jahren? Und wie hast du sie jetzt in der zweiten Liga zum Saisonstart erlebt? Es war immer hart umkämpft. Wir hatten immer echt schwierige Spiele gegen Ulm. Wir waren immer gut. Entwicklung zuletzt war natürlich auch bemerkenswert gut, genauso wie unsere, nur ein bisschen später. Ja, dass sie in der Liga angekommen sind, dass wir jetzt wieder ein Ligaspiel gegeneinander haben, das war auch nicht unbedingt abzusehen, dass der Durchmarsch gelingt. Auch jetzt spielen sie einen guten Ball. Auch der Kollege macht da gute Arbeit, das sieht man schon seit längerer Zeit. Da sind viele Strukturen gewachsen und Abläufe klar. Und dementsprechend wird es für uns eine Aufgabe werden, die ja schwierig sein wird und wo wir herausgefordert sind. Aber grundsätzlich freue ich mich auf die Ulmer, auch die in der zweiten Liga hier begrüßen zu können. Du warst letzte Woche nach dem Auswärtsspiel in Fürth, sage ich mal, sehr positiv, hast du die positiven Dinge gesehen. Ziehst du das jetzt auch so rückblickend eine Woche später immer noch durch? Ja, viele Sachen waren gut, ein paar Sachen waren noch nicht so gut. In erster Linie eben auch Chancen herausspielen, mit Räumen umzugehen, die wir bekommen haben. Das können wir besser. Das war ein Kritikpunkt und da haben wir dran gearbeitet in dieser Woche und da soll es eben auch sichtbar werden auf dem Feld. Und nichtsdestotrotz haben die Jungs das auch vorher schon häufiger gezeigt, dass sie aus wenigen Möglichkeiten dann auch die vernünftigen Pässe finden, um Torchancen zu erarbeiten, zu erspielen. Das traue ich uns dann gegen Ulm auch wieder zu. Aber trotzdem war es ein Thema in der Woche, dass wir das bearbeiten und die Jungs dahin bringen, dass sie das, was grundsätzlich gut gelaufen ist von der Laufleistung, von der Struktur, dass das eben auch in Torchancen dann irgendwo sich widerspiegelt und umgemünzt wird. Das war das Thema und das soll auch so kommen. Und da bin ich ganz zuversichtlich, dass es gelingen wird. Ein kleines Thema war auch die personelle Situation, die ja sehr angespannt war. Was hat sich in der letzten Woche dahingehend getan? Ja, es ist kein Verletzter dazugekommen. Es ist so, dass Semi jetzt seit gestern trainiert hat, das sieht eher gut aus. Philly hat seit gestern trainiert, das sieht auch ganz gut aus. Hatte heute nochmal einen Schreckmoment zu überstehen. Ich hoffe, dass dann im Laufe des Abends und des kommenden Tages dann eben nicht da was Schlimmeres draus wird, sodass auch das Gefühl da ist, dass er einsatzbereit sein kann am Wochenende. Insofern sind wir da personell dann schon wieder auf einem besseren Weg. Vielen Dank. Vor eure Fragen haben wir wie immer das Mikro bereit. Wer möchte zuerst? Heiko. Sollte Semi spielen, müsste Carlo aller Wahrscheinlichkeit nach wieder auf die Bank. Der hat aber richtig gut gespielt. Inwiefern ist das ein Problem oder ein Luxusproblem? Ein Problem ist meist das nicht. Für einen Trainer, der macht sich Gedanken, was am besten ist, wie wir das am besten gestalten können, was sinnvoll ist. Das mache ich mir und versuche die bestmögliche Entscheidung für die Mannschaft und für den Club und für dieses Spiel zu finden. Für die Spieler ist es meist ein Problem, wenn sie gut sind und müssen dann raus. Oder wenn sie gut sind und kommen nicht rein. Das ist klar, dass die Jungs dann sich Gedanken machen. Trotzdem ist, glaube ich, auch allen klar geworden, dass wir jetzt mittlerweile einen Kader haben, wo wirklich auch gute Jungs auf der Bank sitzen werden und die auch Spielentscheider sein können. Wir haben schon Joker-Tore gemacht und das darf jedem einleuchten, dass es einen Wert hat, auch von der Bank zu kommen, nochmal Impulse zu setzen, gut zu sein und dass wir dann am Ende des Spiels gemeinsam feiern können. Ich glaube, dass ist immer eine Arbeit, die ein Trainer zu tun hat und eine Arbeit, die die Jungs dann auch zu machen haben, das zu verstehen haben. Ich habe ganz vernünftige Jungs an Bord, also wirklich viel verständnisvolle Spieler und trotzdem, wenn es dich betrifft, bist du doch immer so, dass du denkst, ja gut, die anderen, für die anderen oder bei den anderen verstehe ich das, aber für mich gilt es ja nicht, weil ich muss ja spielen. In Fürth, das war fast schon wie damals in der Regionalliga. Es ging nur nach vorne. Und durch eigene Fehler, zu schnelles Spiel oder Fehlpässe sind keine 8 Tore gefallen, übertrieben gesagt. Ist das jetzt positiv, dass ihr auch so in der zweiten Liga spielen könnt oder ist es negativ, dass es zu verspielt ist? Nein,
wir hatten einfach schon auch eine Chancenverwertung in den ersten Spielen, die sehr gut war. Da hatten wir nicht ganz so viele Situationen, die wir hätten besser spielen können. Insofern haben wir das auch schon in dieser Saison geschafft. In Fürth so zu spielen, ist erstmal ein gutes Zeugnis für die Jungs, vor allen Dingen, was die Defensivleistung anbelangt, so wenig Situationen zuzulassen, die torgefällig waren, so viele Standards auch zu verteidigen, ohne dass eine Torgefahr entsteht. Das ist erstmal positiv zu bewerten und klar war eine Entwicklung bisher zu erkennen, dass ich sage, die Mannschaft wird von Woche zu Woche stärker, ist aber auch kein Selbstläufer, dass es so weitergeht. Ne, und auch heute war ein Training, wo ich sage, da war ich nicht ganz so mit einverstanden, das war okay, aber auch nicht so gut, wie ich es auch davor gesehen habe, dass die Anspannung einfach immer so groß sein muss und dieses Bedürfnis, ich will jeden Tag Bestleistung bringen, einfach weiter da sein muss, um am Wochenende auch besser zu werden. Und wie gesagt, bisher haben wir über eine positive Entwicklung sprechen können der Mannschaft in dieser Saison und jeder darf sich aufgefordert fühlen, da weiter fortzusetzen und wieder ein besseres Spiel jetzt auch gegen Ulm zu machen. Beim Ballbesitz seid ihr immer unterlegen, also immer irgendwas knapp über 40%, Gegner hat immer mehr. Wenn man die Spiele sieht, wird auch klar, warum. Also das ist ja ein ständiges Umschaltspiel, es muss immer schnell nach vorne gehen und es passiert zu viel Falsches nach vorne, obwohl es gut ist. Wäre es manchmal nicht besser, zwischendurch mal ruhig zu machen und kontrollierter nach vorne zu spielen? Ich habe das Gefühl, dass wir kontrolliert spielen. Und es wäre, glaube ich, ganz schade, wenn wir Räume nicht nutzen, die der Gegner uns dann eben anbietet. Wenn wir mal übers Mittelfeld durchspielen, nach vorne kommen, glaube ich, würde jeder Zuschauer auch murren, wenn wir auf einmal sagen, so, jetzt spielen wir nochmal hinten rum und der Gegner kann sich stellen. Also das kann ja auch immer eine Möglichkeit sein, gegen eine Mannschaft, die gut kontert, dann wieder ins Spiel zu kommen, wenn die auf einmal Tempo rausnehmen. Also wir wollen es im Tempo haben, genau sein und trotzdem auch unsere Ballbesitzphasen erhöhen. Also dass wir auch den Spielanteil an Ballbesitz deutlich besser gestalten. Wir hatten eben auch mit Magdeburg und Köln sicherlich zwei Spiele, die nicht dazu Anlass geben, zu sagen, so, da haben wir 60% Ballbesitz. Das sind Mannschaften, die Ballbesitz pflegen oder eben mit Köln sehr gute Qualität haben, die dann spielbestimmt sein dürfen. Grundsätzlich wollen wir den Ballbesitzanteil sicherlich auch erhöhen. Aber ich habe nichts dagegen, gezielt Angriffe zu fahren und ich habe nichts dagegen, wenn wir Kontersituationen nutzen. Ich glaube, in diesem Jahr haben wir noch in Kontersituationen kein Tor gemacht. Letztes Jahr waren wir, glaube ich, führend in dieser Richtung. Also es gibt auch weiterhin die Möglichkeit, gute Konter zu fahren und Abschlüsse zu nehmen. Dann bei Marc Trumm. Dann habe ich tatsächlich eine Frage. Du hast Ulm eben angesprochen. Du hast auch die Trainingsleistung heute angesprochen. Jetzt spielt ihr gefühlt gegen Elversberg 2, so diese beiden Durchmarschmannschaften direkt gegeneinander. Ein Gefühl, das allererste Mal ist es fast so, dass du denkst, okay, das ist die Favoritenrolle, klar. Ein Jahr lang alles neu, jetzt Köln schon gehabt, klangvolle Gegner in Karlsruhe. Musst du das die Woche moderieren in irgendeiner Form und schärfen die Sinne? Nein, muss ich nicht, weil wir jahrelang auch diese Rolle hatten in der Regionalliga. Ich glaube, das ist einigen noch bekannt, dass wir zu Hause gerade auch spielbestimmt sein wollen und es ist uns auch bekannt, wie wir bisher gegen Ulm gespielt haben. Also auch da kommt diese Rolle uns gar nicht ins Gedächtnis, weil wir bisher immer ganz, ganz schwierige Spiele gegen Ulm hatten und wissen auch, wie die jetzt unterwegs sind. Sie haben in jedem Spiel Siegchancen gehabt und immer knapp verloren dann und ein Spiel unentschieden gegen Paderborn gespielt und gegen Düsseldorf wirklich lange geführt und einen Doppelschlag nehmen müssen. Jetzt einen Elfmeter in der Nachspielzeit. Also alles Spiele, wo wir genau wissen, die Ulmer sind auch schon in der Liga angekommen und können ihre Erfolge feiern, wenn das mal nicht unglücklich läuft für sie. Und das ist immer ein Thema, dass wir das mit berücksichtigen, was die Leute aber meistens nicht hören wollen, dass es Phasen gibt, in denen du mehr Glück hast und die Dinger reingehen und manchmal dich fragst, wie haben wir das Spiel heute gewonnen? Und wenn du dreimal vorher gewonnen hast, heißt es ja, wir sind auch so gut. Ja, deshalb haben wir das vierte Mal auch gewonnen. Also das habe ich nie so als Thema. Ich sehe immer jedes Spiel einzeln und deshalb bereite ich Ulm vor wie Hildesheim oder wie Köln. Das ist ein ganz normales Spiel, wo wir nur gut sein müssen, um Spiele zu gewinnen oder nur das Spiel gewinnen können, wenn wir gut sind. Das ist die Voraussetzung und deshalb darf diese Anspannung wieder so sein, dass es auf einem vernünftigen Level ist, nicht über die Maßen. Ich muss jetzt hier und ich will jetzt hier, sondern ein Stück weit ich will und ein Stück weit, ey, mal gucken, was das Spiel hergibt und dann nutzen wir unsere Gelegenheiten.
Eine Frage noch, da ich jetzt quasi neu dazugekommen bin. 5 Spiele sind ins Land gezogen. Das liest sich ordentlich und doch irgendwie ist es für mich schwer zu greifen, wenn du jetzt nur auf die Punkteausbeute guckst. Wie zufrieden bist du denn tatsächlich jetzt unterm Strich mit den ersten 5 Spielen mit der Saisoneröffnung? Ich finde, es hätten 2 Punkte mehr sein dürfen. Ja, viel mehr auch nicht, weil wir in Magdeburg eigentlich verlieren müssen, aufgrund der Chancen, die es gab. Gegen Köln kannst du zur Halbzeit schon 3-0 hinten liegen und haben dann eine tolle Aufholjagd gemacht, haben das Ding gedreht und am Ende kannst du es gewinnen, muss man auch sagen. Trotzdem, sage ich, sind wir einigermaßen unterwegs. Mit 2 Punkten mehr wären wir genau auf Leistungslevel, glaube ich. Und die Entwicklung in den letzten 3 Spielen mit Hildesheim, eigentlich auch 4 Spielen, die ist so gut, dass ich sage, ja, da sind wir auf dem Weg. Und die ersten beiden Spiele, die mussten wir so nehmen. Wir haben jetzt als Mannschaft doch deutlich mehr Struktur, läuferisch wieder in einem Bestbereich unterwegs. Auch das ist bei Ulm nicht ganz anders. Also im Umfang sind sie auch sehr, sehr stark und ebenbürtig. Und dementsprechend rechne ich mit einem sehr ausgeglichenen Spiel, wo wir hoffentlich unsere Spielanteile, die wir dann bekommen werden, mit mehr Power durchbringen und vielleicht auch da Chancen erspielen und am Ende ein Ergebnis kommt. Also vom Ergebnis her darf es 2 Punkte mehr sein. Von der Entwicklung der Mannschaft bin ich ganz einverstanden. Frage in die ähnliche Richtung. Gibt es schon die Ansage an die Mannschaft, alles prima, Entwicklung toll, spielerisch toll, aber wir müssen jetzt punkten, sonst eiern wir den Herbst in der hinteren Tabellenhälfte rum? Nein, die Ansage gibt es, wir spielen so, dass wir punkten können. Das ist ein Unterschied, finde ich. Wir müssen gar nichts, wir wissen um jede Situation, wir wissen, wie gesagt, weiterhin, dass wir in der zweiten Liga sind und woher wir kommen. Also, dass wir nicht sagen können, oh, wir müssen jetzt punkten und die nächsten Spiele müssen wir so und so viele Punkte holen. Es ist einfach nicht so. Wir müssen jedes Spiel gut sein und wenn wir gut sind, haben wir eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Und selbst dann hat Köln erfahren gegen Magdeburg, es ist manchmal nicht möglich, das Spiel zu gewinnen. Warum auch immer. Also es gibt keine Erklärung für das Spiel Köln-Magdeburg, ja, außer dass sie das Tor nicht getroffen haben aus x Chancen. Also grundsätzlich haben die schon ein paar Mal das Tor getroffen, auch davor. Also Das ist das, was ich eben gesagt habe. Es gibt immer mal wieder Situationen, da ist Glück und Pech im Spiel. Und man kann das nicht erklären. Wir wollen an den Dingen arbeiten, die wir einigermaßen erklären können. Also versuchen, gute Abläufe zu haben, Bestleistung zu bringen, läuferisch eine Intensität zu wählen. Das sind unsere Themen, die wir beeinflussen können. Und dann hoffe ich, dass gute Entscheidungen der Schiedsrichter trifft und wir gute Entscheidungen vor dem Tor treffen, vor beiden Toren treffen. Und dann eben eine Möglichkeit da ist, das Spiel zu gewinnen. Also wir wollen gucken, dass wir Spiele gewinnen und bestmöglich eben auch weiter nach oben kommen. So wie es aussieht, gibt es damit keine Rückfragen mehr. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Kommen, wünsche euch bis Sonntag schon mal ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann in der Ursafa Marina wieder.